Wir alle haben Dogmas, halten Dinge für dogmatisch wahr und sind nicht gewillt, diese Wahrheiten auch nur zu hinterfragen. Ich habe genaue Vorstellungen von richtig und falsch, von Recht und Unrecht. Zum Beispiel habe ich die Apartheidsregierung in Südafrika immer verurteilt. Und ich habe das getan, ohne die exakte Begründung für die Rassentrennung zu recherchieren. Und auf diese Recherche habe ich absichtlich verzichtet, weil ich a priori der Meinung war, dass es keine gültige Begründung dafür geben kann. Und nicht nur das. Dadurch, dass diese Meinung derart als Dogma in mir war, habe ich es auch nie für nötig empfunden, diese Ansicht zu verteidigen. Weil, wozu? Die Ablehnung von Rassismus muss nicht verteidigt werden. Der Rassist ist derjenige, der sich zu erklären hat und nicht umgekehrt. Und heute, da wir wissen, wie schnell eine Regierung eine Bevölkerungsgruppe an der gesellschaftlichen Teilhabe ausschließen kann, sie de facto zu Untermenschen degradieren kann, musste ich und wohl auch viele andere peinlich berührt feststellen, dass mir die Worte, die rhetorischen Fähigkeiten fehlen, um diesem gesellschaftlichen Irrsinn angemessen entgegenzutreten. Wir haben es nie gelernt, unsere Gewissheiten zu verteidigen. Was, wenn plötzlich die Sklaverei wieder eingeführt wird? Ist das wirklich was Schlechtes? Was ist mit Folter? Wie lauten die Argumente dagegen? Wirst du immer noch gegen die Folter sein, wenn die Foltergegner als Nazis, Schwurbler und Verschwörungstheoretiker diskreditiert werden? Als Idioten, die unnötigerweise die körperliche Unversehrtheit hochhalten, obwohl die Vorteile der Folter doch so offenkundig sind? Die Freiheit wird gerade massiv angegriffen. Wer sich für Freiheit einsetzt, ist rechts. Freiheit ist eine Sache der Egoisten. Wer Freiheit vertritt, ist schlecht. Dasselbe mit der körperlichen Unversehrtheit. Da muss ich, denke ich, nichts dazu sagen. Körperliche Unversehrtheit muss für die Volksgesundheit schon mal aufgegeben werden. Wer das nicht will, gilt als Verbrecher. Gleichzeitig mit der körperlichen Unversehrtheit wurde auch das Prinzip, nie wieder Menschen von der gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen, über Bord geworfen. Oder irre ich mich da? Und es gab nie eine derartige gesellschaftliche Übereinkunft. Schon seit geraumer Zeit wird auch der Grundwert der Unschuldsvermutung attackiert. Auch das ist inzwischen mehr ein Schimpfwort als ein hoher Wert unserer Zivilisation. Diese vier Werte sind unpraktisch. Sie werden nur noch mehr schlecht als recht aufrechterhalten, weil man halt muss. Aber der Staat und die Staatshörigen arbeiten schon kräftig daran, diese Dinge zu eliminieren. Was wird wohl als nächstes fallen? Ich tippe auf Einführung der Folter, danach die Abschaffung der Demokratie und des Rechtsstaats und unmittelbar danach kommt die Todesstrafe wieder. Alles noch in unserer Lebenszeit. Wir müssen es wieder lernen, grundlegende Werte mit guten Worten zu verteidigen, denn ohne Verteidigung werden sie fallen, einer nach dem anderen. Danke für deine Zeit.